Mein Name ist Spectre, G-Spectre. Ich bin Game Detective und das Leben als Game Detective ist hart. Vielleicht nicht so hart, wie wenn dir ein Panzer über den nackten kleinen Zeh fährt, während du eine Wurzelbehandlung mit einem Industrieschlagbohrer ohne Anästhetikum bekommst. Aber verdammt nah dran, zumindest solange mir dieses verdammte Pillip auf die Nerven geht. G-Spectre, Game Detective. Ja, genau. Okay. Conan Exiles, das Geheimnis lüften. Welches Geheimnis? Ach, das ist geheim, weil es ja sonst kein Geheimnis wäre. Wirklich. Sie belegen bei Erkenntniswettbewerben gegen Grundschüler sicher immer den Platz in den Top 10 wird. Ein Bote kommt vorbei und bringt mir etwas, das ich brauche. Alles klar. Wegen meinem Honorar. Ich verlange seit neuestem einen Vorschuss. Keinen Vorschuss, aber das Doppelte, wenn der Fall abgeschlossen ist. Sie wissen, was ich verlange. Ach, Geld ist ihnen egal, wenn das so ist. Alles klar, freue mich darauf, für sie zu arbeiten. Okay, Vorschuss bekomme ich keinen, aber dafür gibt's nachher einen Haufen Asche. Die brauche ich auch. Muss von der Explosion letztens noch ein paar Schäden reparieren. Vielleicht sollte ich das mal löschen. Das muss der Bote sein. Okay. Eine einsame Box am Boden und der Bote hat sich schneller aufgelöst, als mein Kontoguthaben bei dem Steam-Sale. Sollte ich da Verdacht schöpfen? Na, alles gut. Conan Exiles. Bevor ich nachsehe, was in der Box ist, ist es, glaube ich, an der Zeit, das stählerne Ding wieder auszupacken. Na komm schon, zieh dich nicht. Hab mich seit Jahren nicht getraut, es anzufassen. Kein Wunder, nach dem, was geschehen ist. Leonora, wenn ich sage, dass unser Kleiner soweit ist, ist er soweit. Er ist 5. Ich habe mein erstes Schwert auch mit 5 bekommen. Das beste Alter, um mit dem Training anzufangen. Glaub mir, Leonora, da kann nichts passieren. Leonora! Ab da gab es an Weihnachten und Geburtstagen nur noch die Hälfte von Geschenken. Wenn ich wenigstens irgendwann mal auch die zweiten Hälften bekommen hätte. Naja, Daddy war wohl sauer auf mich. So, und was genau ist da jetzt drin? Ein Digitalpartikeltranszendierer. Und was kann das Teil? Suche gestartet. G-Spectre erkannt. Conan Exiles erkannt. Initialisiere Scanner. Erstelle Partikelcluster. Aufschlüsselung und Übertragung digitaler Partikel in T-3, 2, 1. Verdammte Blitze. Ich hasse es, wenn ein Countdown bei 1 endet und nichts passiert. Vielleicht ist das Ding kaputt. Übertragung. Verdammter Digitalpartikeltranszendierer. Conan Exiles, Tag 1, 8:29. Haben mir einen sicheren Unterschlupf gesucht. Mich beschleicht das Gefühl, dass das eine Falle war. Muss einen Ausweg finden. Also dann. Du weißt ja, wie es geht. 8:31. Erstelle mir meinen Exilanten. Entspannt ans Kreuz genagelt halte ich mich an der optischen Erscheinung meines digitalen Alter-Egos zumindest teilweise proportional äquivalent zu den physischen Gegebenheiten meiner selbst. Hey, das ist meine Geschichte. Abgesehen davon kann man so die uneingeschränkte Mobilität trotz eines eventuellen Beinverlustes gewährleisten. 8:34. Wurde wegen verdammt oft verdammt sagen zum Tode auf dem Kreuz im Exil verurteilt. Eines von beiden allein hat wohl nicht gereicht. 8:35. Hänge etwas in der Gegend rum. Lege mir einen Vitamin D3-Monatsvorrat an. Ein riesiges Huhn gesellt sich zu mir. Armes Ding. Der Sonnenbrand in deinem Gesicht wird Spuren hinterlassen. Okay, ist jetzt auch egal. Der Kerl, der sich eben einschneidend eingebracht hat, entpuppt sich als vollwertige Stoffwechsel-Endproduktöffnung, als er mir auch noch meine Prahlungsvorrichtung umwirft und mir meine Handflächenpiercings klaut. Was stimmt mit dir nicht? 8:36. Er teilt mir zumindest mit, dass ich an diesem Ort gebunden bin, solange ich diesen Armreif trage. Dann zieht er weiter. Muss dieses Ding also irgendwie loswerden. Verdammter Armreif. 8:38. Erstmal aus der Wüste raus. Laufe Richtung Norden. Sammle unterwegs herumliegende Äste, Steine und Pflanzenfasern. Erstelle mir daraus meine erste Kleidung und eine Handaxt. 8:42. Habe Durst und Hunger. Sehe eine riesige Fledermaus. Sie flieht von meiner hungrigen Erscheinung. Ist auch besser so. Hätte sie sonst gegessen. Und wir alle wissen, was Fledermäuse anrichten können, wenn man sie isst. Conan Exiles, Tag 2, 13:36. Endlich. Ein grüner Landstrich. Treffe auf Einheimische. Werde mit ihnen Kontakt aufnehmen. Kaum, dass sie mich wahrnehmen, springen sie auf. Ihr Absicht zu spät erkennend, dass ich für sie scheinbar nur das nächste Mittagsmenü darstelle, versuche ich sie auf meine cholesterinreiche Ernährung und die daraus resultierenden Gefahren für ihr Herz-Kreislauf-System aufmerksam zu machen. Ihre Gleichgültigkeit gegenüber gesundheitsschädlichen Blutfettwerten trägt allerdings nicht zu meinem Erfolg bei. Verdammte Blutfettwerte. 13:37. Verstehe, wie der Hase läuft. Stelle mir ein einfaches Steinschwert her. Suche ein klärendes Gespräch, weil man mit mir reden kann.
Nachdem wir uns ausgesprochen haben, haben sie mir freundlicherweise ihre Ausrüstung und etwas zu essen überlassen. Einer hat mir sogar seine helfende Hand gereicht. Sind wohl doch nicht so üble Kerle. 14.05 Uhr, breche nach kurzer Rast wieder auf, brauche einen besseren Unterstand. Nicht viel weiter und ich treffe auf einen reisenden Händler. Wir plaudern ein wenig und er bringt mir bei, wie man klatscht. Hab vorher nicht gewusst, wie das geht, aber wer weiß das schon. 14.11 Uhr, ziehe weiter, entdecke eine kleine Siedlung. Sehe mich etwas um und finde ein leerstehendes Gebäude. Vielleicht kann ich es mieten. Am Bootssteg steht eine Person, die so aussieht, als hätte sie etwas zu sagen. Frage sie, ob ich vorübergehend dieses Haus als Wohnort verwenden darf und biete dafür einen Sack voll Steine. Reaktionslos nickend will ich sie nicht sagend ein und ich beziehe die Unterkunft. Sehe mich danach etwas in der Gegend um. Eigentlich ganz nett hier. Wüsste nicht, was hier jetzt einem passieren soll. Na, oh, verdammt. Conan Exiles, Tag 3, 14.15 Uhr. Habe gelernt, wie man Jagd und Ressourcen bestmöglich verwertet. Mir einen Nahrungsvorrat zugelegt und bessere Ausrüstung angeschafft. 16.25 Uhr. Beschließe weiterzuziehen, um mir eine Stelle für eine eigene Unterkunft zu suchen. Verabschiede mich von den netten Einwohnern, wie es sich gehört. Na, verdammtes Steuern mit Handschuhen und Touchpad. 16.26 Uhr. Trotz meines Ausrutschers sind sie nicht nachtragend und ich ziehe entspannt weiter. Waren nette Leute. Freue mich auf ein Wiedersehen. 17.22 Uhr. Habe eine geeignete Stelle gefunden. Werde mich hier niederlassen. Entferne die hiesige Flora und Fauna und errichte ein architektonisches Einmannwunder. Verdammtes Einmannwunder. 23.33 Uhr. Sehe, dass ich Nachbarn auf der anderen Seite des Flusses habe. Werde mal winken, weil ich sozial kompatibel bin. Eine riesige Schildkröte fühlt sich dabei gestört und möchte mich in den Boden stampfen. Hey, sieh mal. Wieder so ein Anfänger. Ein Zehner, dass er gleich umkippt. Geh ich mit, so wie der rumzappelt. Ich sag dir, der hält keine 5 Sekunden mehr durch. Mann, das ist echt ein Noob. 23.35 Uhr. Wach in meinem Haus auf. Habe Lust auf Schildkrötensuppe. Hole meine Ausrüstung wieder und filetiere dieses Mal die gepanzerten Frösche. 23.38 Uhr. Verarbeite die Überreste der Viecher, als ich merke, dass sie ein Junges haben. Jetzt fühle ich mich schlecht. Verdammtes schlecht fühlen. 23.45 Uhr. Habe beschlossen, auf den Kleinen aufzupassen und ihn groß zu ziehen. Keine Sorge, Kleiner. Ich werde dafür sorgen, dass dir nichts passiert. Vielleicht ist das sogar der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Vielleicht sollte ich die Handschuhe echt besser ausziehen. Ach, was soll's. Conan Exiles, Tag 4, 8.22 Uhr. Habe meine Unterkunft etwas ausgebaut. Nicht nur für meinen Exilanten, auch für mich. Sollte hier etwas sicherer sein. Sieht soweit gut aus. Denke, hier kann mir nichts passieren. 9.30 Uhr. Erkunde weiter die Gegend. Gehe einen steinigen Hang entlang. Riesige Spinnen. Zeige den Arachniden-Achtbeinern, wie ich mein Schwert zu fühlen vermag und trenne mit meiner geschärften Klinge dutzende exoskelettierte Beine ab. Gäbe es einen Markt für Spinnen beim Prothesen, wäre ich ein Stützpfeiler für diese Branche. 9.47 Uhr. Habe die Viecher erledigt und genieße den Moment des Triumphes. Auch solch riesige Spinnen können mir nichts anhaben. Denn ich bin Kroms unbeugsamer Schwertarm. Na, verdammte, übertrieben große Riesenspinne. 9.49 Uhr. Hole meine Sachen zurück. Markiere mir die Stelle auf der Karte. Werde später wiederkommen. 10.39 Uhr. Gehe weiter Richtung Westen und finde eine alte Ruine. Die Abschaumtiefen. Werde von kriegerischen Massen attackiert. In der Kampfkunst mittlerweile geübt, häcksle ich mich durch die aggressive Meute. 11 Uhr. Niemand mehr übrig, der sich mir in den Weg stellt. Stehe vor dem Eingang der Tiefen. Eine spektrale Theateraufführung. Bin auf die Handlung gespannt. Aufgeregt beobachte ich das Spektakel. Die Geschichte neigt sich dem Höhepunkt zu, als ich je unterbrochen werde. Hey Kumpel, habt ihr das gesehen, wie du mit denen aufgeräumt hast? War eine Glanzleistung. Wenn du willst, verrate ich dir, wie du in die Tiefen kommst. Warte, ich komm schnell runter. Oh, ach Mist, alles zu schnell! Wer auch immer du bist, Zermachtstammmann, du hast leider den Moment verpasst, wie ich das Tor aufbekommen habe. Conan Exiles, Tag 5, 14.09 Uhr. Bin in den Tiefen. Treffe auf ein paar Typen, die selbst beim Stillstehen stauben. Keine große Herausforderung. Abgründe lassen sich mit dem korrekten Wasserstand überwinden. Wer es auch immer für eine gute Idee gehalten hat, die Badewannen-Füll- und Ablasskontrollen an diesen Stellen zu montieren, sollte man den Lokuskopf über an seine Wohnzimmerdecke anbringen. 14.19 Uhr. Treffe auf einen riesigen Regenwurm. Ich wusste es. Da ist der Wurm drin. Haha, ich lache. Weil witzig. Er greift an. Bespuckt mich mit Säure. Wurmt mich nicht. Ein paar gezielte Treffer und es hat sich für den Kanalschlängler ausgeschlängelt. Der frühe Krieger killt den Wurm. Okay, ich höre schon auf. In den schleimigen Eingeweiden des monströsen Schlammlochbohrers finde ich den Stab des Triumvirats. Darauf ist ein Rätsel eingraviert. Verdammte Rätsel. 16.33 Uhr. Habe den Hinweis entziffert. Muss auf den Turm der Fledermäuse. Ziemlich weit oben. Beginne mit dem Aufstieg. Trotz meiner vergleichslosen Stärke geht mir auf halbem Weg die Ausdauer aus und ich stürze wie ein gummiseilbefreiter Bungee-Springer Richtung harten Stein. 16.39 Uhr. Bin wieder zurück. Lege auf dem Weg nach oben diesmal taktische Ruhepausen ein. Genau im richtigen Moment. Hätte mich der Sandsturm an der Wand hängend erwischt, wäre das mein Ende gewesen. Muss jetzt warten, bis er vorbei ist. Verdammte Sandstürme. 16.44 Uhr. Bin oben angelangt. Hier ist eine riesige Fledermaus. Die Ortsbezeichnung macht also Sinn.
laufe mit gezogener Klinge auf das blutsaugende Echolot zu. Nahkampf ist meine Spezialität. Ach, verdammtes Echolot. 1649, wieder zurück. Werde sie mit dem Bogen richten. Ich spanne die Sehne. Fernkampf ist meine Spezialität. Meine Pfeile durchschlagen das Fell der Hochfrequenz-Quietschmaus, bringen ihren verderbten Lebenssaft ans Tageslicht. Überfordert von meiner Bogenschnellschusstechnik akzeptiert sie ihr Schicksal und sie senkt final ihr Haupt. Nein, ich darf sie auch jetzt nicht essen. Ah, verdammtes nicht zurückhalten können. 1655, gehe den Turm weiter hoch. Sehe einen Altar mit einem Loch darin. Wo Löcher sind, gehören Stäbe rein. Ja, ihr wisst, wie ich das meine. Kombiniere das Blut des dämonischen Nachtflatternagers mit dem Stab des Triumvirats und bringe ihn in der Vorrichtung an. Portale. Mein Weg nach draußen? Nein. Aber dafür redet jetzt der Stab mit mir. Sagt, wenn ich wissen möchte, wie ich meinen Armreif loswerde, muss ich in die namenlose Stadt, zum Archivar. 17:45 Uhr. Stehe vor den Toren der Stadt. Ist gefährlich da drin. Drachen, Skorpione und Tote und vieles mehr haust hinter diesen Gemäuern. Muss vorsichtig sein. 17:48 Uhr. Schleiche langsam voran. Da vorne. Ein Untoter. Er ist alleine. Das ist sein Tod. Nochmal. Nur verdammtes überrascht werden. Conan Exiles Tag 6, 18:15 Uhr. Muss zurück in die namenlose Stadt. Werde meinen Charakter dieses Mal begleiten. Möchte mich selbst etwas umsehen. Muss vorsichtig sein. Schleiche mich zum Eingang der Archive und finde den Archivar. Er erzählt mir von mächtigen Gegnern und dass diese alte Relikte bewachen, die ich brauche, um von hier rauszukommen. Wird kein einfaches Unterfangen. Muss durchs ganze Land reisen, um sie zu finden. Wird mich aber nicht aufhalten. Werde meine Vorgehensweise genau planen. Jemand wie ich überlässt nichts den Zufall. Jeder Schritt, jeder Handgriff findet genauso statt, wie er soll. Soll noch den Kriegstreiber aufsuchen, um einen letzten Hinweis zu erhalten. Er steht nicht weit von hier entfernt herum. 18:19 Uhr. Beim Kriegstreiber. Unterhalten uns auf Augenhöhe. Zumindest würde ich mir das wünschen. Er gibt mir die restlichen Infos, die ich brauche. Weiß nun auch, woher die Seinstimme kommen. Was ist das? Hast wohl geglaubt, du bist eine fiese Schlange. Tja, du kanntest meine Ex nicht. Conan Exiles, Tag 7, 18:45 Uhr. Befinden uns auf dem Weg nach Hause. Immerhin konnte ich in Erfahrung bringen, was ich brauche, um den Armreif zu entfernen. Erstens, das Diadem der Riesenkönige. Im Westen des Hochlandes. Hinter den Hügeln der Toten haust der Hügelkönig in einer Höhle. Er hat das Diadem, zumindest bis ich es ihm abnehme. Zweitens, die Maske der Hexenkönigin von Lemuria. Ihr Palast liegt im Osten im Sumpf, in der vergessenen Stadt Xelha. Sie wird von zwei steinernen Wächtern beschützt, aber Humpty und Dumpty werden sie auch nicht retten. Drittens, die Tränen zweier Völker. Im Norden, in der schwarzen Feste, Tyros, die Geisel der Menschheit hat sie. Er wird die Tränen aus Furcht vor meiner Präsenz freiwillig aus seinen Augen pressen. Viertens, der Stern des Meisters. Ein untoter Drache bewacht ihn. Beide ein toter untoter Drache. Finde ihn in den sandigen Landen, in der Arena. Fünftens, das Herz der Sande, der Geiselstein, Petruso, der Sandsturmverrückte, finde ich in der Wüste, in den sandgepeitschten Ruinen. Besser ergibt mir, was ich will, sonst sind die Ruinen nicht das Einzige, was gepeitscht wird. Sechstens, der glänzende Trapezoeder, zu finden in der Quelle von Skelos. Muss einem Schlangenpriester mit seiner Garde geisterhafte Schlangenkrieger die Zungen aufrollen, damit ich daran komme. Siebtens, der Schlangenring von Seed, ist aber nicht im Land zu finden, Todd Amon hat ihn. Was soll's, muss auch ohne das Teil klappen. 20 Uhr. Werde meinen Charakter noch etwas trainieren. Zeige ihm ein paar Tricks, die ich in meiner jahrelangen Erfahrung als schwertschwingender Rollenspieler gelernt habe. Komm schon, gib mir deinen besten Schlag. Conan Exiles, Tag 8, 17:49 Uhr. Habe mich von dem kleinen Kratzer erholt. Mache mich auf zu meinem ersten Ziel, das Schlundloch. Darin befindet sich die Arena und darin laut auch die knöcherne Bestie. 17:59 Uhr. Drei Möglichkeiten, um nach unten zu gelangen. Erstens, klettern und springen. Sehr gefährlich. Wenn mir die Ausdauer ausgeht oder ich einen Sprung falsch einschätze, ist das mein Tod. Zweitens, den Eingang am Boden suchen. Sich bis zur Arena durch Horden von Gegnern schnitzen. Zu mühsam, zu Standard. Drittens, einen Aufzug bauen und blitzschnell per Vertikaltransport in die Gefahrenzone droppen. Die Bestie wird diesen Überraschungsangriff nicht kommen sehen. Genau das werde ich tun.
Verdammter langsamer Fahrstuhl. 18.25 Uhr, bin unten angekommen, fackel nicht lange rum, attackiere das dämonische Exponat ohne zu zögern. Ebenfalls ohne zu zögern flambiert mich der wandelnde Knochenteilbausatz. Mit brennender Einsicht gestehe ich ein, dass ich für diesen Kampf noch nicht so weit bin. Mache etwas unterarmfreies Yoga. 19.16 Uhr, brauche mehr Erfahrung. Ich trainiere jede freie Sekunde, trete jeder Herausforderung entgegen. Keine Bestie ist vor mir sicher. Was mich nicht umbringt, macht mich härter. Und was mich umbringt, macht mich später härter. 20.37 Uhr, beschaffe Unmengen an Ressourcen, erweitere mein Refugium und stelle bessere Waffen und Rüstungen her. Zähme ein kräftiges Ross und stoße weiter in das Land der Verbannten vor. Erkunde jeden Winkel und scheue weiterhin keine Konfrontation. Spüre, wie ich immer stärker werde. 22.15 Uhr. Was mir jetzt noch fehlt, sind Krieger an meiner Seite. Ist an der Zeit, mit Bewerbungsgesprächen zu beginnen. Führe konstruktive Dialoge mit Anwerbern und erkläre ihnen, dass alles auf freiwilliger Basis läuft. Einer von ihnen meinte, dass er unter meinen Arbeitsbedingungen wohl am Rad drehen würde. Er wusste nicht, wie recht er hatte. 0.15 Uhr. Habe den Willen meiner Sklaven gebraucht. Ich meine, meine freiwilligen Kämpfer sind bereit für ihre Ausbildung. Diese Armee wird unseren Feinden wahre Furcht näher bringen. Wird schon schief gehen. Streife mit meinen Kriegern durchs Land. Auch sie trotzen jede Gefahr, scheuen keinen Kampf. Ganz gleich, welche Kreatur aus Robert E. Howards Feder sie sich stellen. Wir schlagen eine digitale Schneise der Verwüstung durch das gesamte Exil. Zeit, eine Rechnung zu begleichen. Normalerweise mache ich das selbst, mit meinen Fäusten. Aber warum machen, wenn man machen lassen kann? Conan Exiles, Tag 9, 12.36 Uhr. Meine Krieger sind soweit. Werden bald losziehen, um die Artefakte zu holen. Vor dem Aufbruch wird aber noch ordentlich gefeiert. Kann sein, dass einige von ihnen nicht mehr zurückkommen. Sollen vorher wenigstens etwas Spaß haben. Also, tanzt, meine Freunde. Uhr. Werde mal nach meinem Charakter sehen. Oh, er hat jemanden gefunden, den er mag. Sie halten Händchen und kuscheln. Wie romantisch. Tja, wo die Liebe hinfällt, hä? Kann sie meinetwegen liegen bleiben. Ich helfe ihr bestimmt nicht hoch. 13.19 Uhr. Zurück auf der Party. Plaudere etwas mit Stranguleria, die man auch die Würgerin nennt. Muss gestehen, bei ihrem bezaubernden Anblick schnürt es mir die Kehle zu. I never wanted to be here. Da ist dir wohl eben was durch den Kopf gegangen, und geglitscht hast du auch noch. Schäm dich. Ein Angriff. Denke, ihr werdet bald merken, dass das keine gute Idee war. 13.26 Uhr. Ein Gemetzel bricht aus. Die haben sich das bestimmt anders vorgestellt. Dachten wohl, wir sind nur leichte Beute. Aber wir sind die Jäger. 13.34 Uhr. Der Kampf ist vorbei. Sind siegreich. Zählen die Verluste durch. Sind vertretbar. Allerdings hat es auch die Geliebte meines Exilanten erwischt. Kann deinen Schmerz verstehen. Verdammter Schmerz. 13.36 Uhr. Habe den Verdacht, dass die Verwahrer der Armreif-Reliquien den Angriff befohlen haben, um zu verhindern, dass wir hier rauskommen. Das war ein Fehler. Mein Freund, es wird Zeit. Lasst uns gemeinsam in die Schlacht reiten. Gehen unserer Widersacher ziehen und sie an ihre Vergänglichkeit erinnern. Ihnen ihre Artefakte aus ihren erkalteten Fingern reißen. Und was sich uns auch immer in den Weg stellt, werden wir mit blankem Stahl in die Unterwelt verbannen. Nichts wird uns aufhalten. Na, großartig. Verdammter leerer Akku.